Läuft das schon? Hast du auf Aufnahme gedrückt? Keine Ahnung. Meinst du, das passt so? Ja. Das checkt ihr nicht, oder? Nein, das checkt schon mal nicht. Welche Investitionen schätzen? Was? Deswegen möchte Ihr Onkel gerne wissen, welche Investitionen da jetzt sinnvoll wären. Ja, also da, es gibt so ein paar sehr vermögende Spendenorganisationen. Genau. Ja. Die spenden so zwischen 500 bis 1.500 bis 2.000 Euro. Ja. Also das muss jetzt übersetzen. Ja, ganz viele Organisationen, die spenden massiv Kohle, ganz viele pumpen die rein, und das kommt dann uns zugute, okay? Ja, stimmt. Was? Jetzt ist es auch für die Show jetzt, oder? Genau, ja, für die Show. Ja, Hast du ein Beispiel oder so? die Isaac? Ah, die Isaac, genau, das globale, weltweit, alle. Überall. In Wien jetzt hier die Junos Boku zum Ah, Beispiel. Jonas Boko, Kiffen, Gas. Das sind die, ja, genau. Ja, also die zahlen jetzt aber nicht an uns, ja, sondern also nicht an die Show, sondern an die Partei, die VLNÖ. Ja, das Genau. muss ich sagen. Also, die zahlen jetzt nicht an uns, an die Show, Ja, okay? nicht. Nicht, nein, sondern Das muss ich, an die ja. Partei, okay? Sobald du Ja. die Studo-App übernimmst, ja, wenn Genau. die dir gehört, Studio, okay? ja, und wenn du dann auch noch imstudent.at, wenn du das auch noch notierst, wenn dir das auch noch gehört, dann hast du den Markt, ja, dann gehört einfach alles uns. Ja, Oh. und wenn das soweit ist, Tobi, ja, wenn das Ja. dann soweit ist, Genau, doch nochmal. dann müssen wir uns zusammenhocken. Dann müssen wir uns zusammensetzen und sagen, so, da gibt es jetzt ein Förderprogramm, ja, wie in der Late-Night-Show, zack, 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 von ja. oben aber. Genau. Ja. Ah, leck mir mal. Wenn du dann diese App, ja, Ja, genau, die App, ja. Ja. wenn diese App dann eine Woche vor den Wahlen, Voll, voll. Ja. ja, also wenn du diese App dann eine Woche vor den Europawahlen, wenn die uns dann plötzlich uns pusht, Hey, genau. Wuhu, der pusht uns. Okay? ja, also dann hast du recht, ja, dann haben wir nicht 1000 Views, dann haben wir 10.000 Views, ja, das muss ich Ganz kurz sagen, ja. übersetzen, ja? Also keine 1000, sondern 10.000. 10-mal so viel, okay? Das Erste, was ich dir dazu sagen kann, also sobald wir eine Hochschülerschaftsbeteiligung haben, ist Okto, UniTV, die kriegen keine Aufträge mehr, ne? Das sind dann nur noch wir zwei. Das ist erlaubt. Ja. Ein gutes Zeug. Ihr wisst schon, dass das eine Falle ist, oder? Aber super, super. Danke, danke. Sehr cool. Willkommen, willkommen. Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauer, Ja, liebes grüß euch. Publikum. Servus, hi, wie geht's? Hey. Willkommen zur zweiten Folge der Vienna Late Night Show. Ja, Zeit wurde tatsächlich auch. Eigentlich schon, Hab schon ja. ein bisschen vermisst, muss ich sagen, ja. Ist eigentlich irgendwas Wichtiges passiert, seitdem wir letztes Mal weg waren? Du, ja, der Schwarzenegger, der war wieder in seiner Heimat und du kennst ja bestimmt seinen alten Film, oder? Twins. Mit Danny DeVito, Ja, mit mit dem voll Kleinen, geil. Ja. oder? Ja, fix. Ich glaube, der dreht seinen zweiten Film auch in Österreich. Ja, tatsächlich fand ich auch ziemlich interessant, ne, diese Geschichte mit dem Typen, der in Wien mehrere Läden überfallen wollte, ja, aber immer daran gescheitert ist, dass man ihn einfach nicht verstanden hat an der Kasse. Kleiner Tipp für die Wiener Polizei: Wir wissen, wer das war. Naja, aber was denn? Wenn die Wiener nicht Tirolerisch verstehen, was sollen die denn machen? Ja, die sollen mal richtig österreichisch lernen, Ja, oder? Würde ich eben, sag sagen. ja. Aber war da nicht nur irgendwas? Sagt dir der Satz, was in Ibiza passiert, bleibt doch in Ibiza? Na, das sagt man eigentlich gar nicht. Ja, ist ja auch völliger Schwachsinn. Die haben alle das Video gesehen, das ganz berühmte Video, das eine gesamte Nation erschüttert hat. Sag ja. Rechtsextremisten in Verbindung mit Korruption. Und der Einstellung von Pressefreiheit? Ja, genau. Seit wann gibt's denn sowas? Wahnsinn eigentlich, ja.
Gut, aber ich glaube, da müssen wir nicht mehr drüber viel erzählen, gell? Es ist einfach weltweit schon bekannt. Als das nämlich rauskam, hat sich der arme HC von seiner Position verabschieden müssen, obwohl eigentlich, Marco, er das Opfer ist. Ja, er hat halt eigentlich ein Glasl nur zu viel getrunken, gell? Aber wer hat, wenn er betrunken war, noch nicht Scheiße gebaut, ha? Ja, du, mir eh nicht. Nein, wir sind brav, wir sind brav, hochheilig. Aber das war ja eigentlich bloß so ein bisschen was davon. Es ist schon ziemlich viel passiert seitdem. Ja, stimmt. Ja. Aber tatsächlich würde mir der HC gar nicht so sehr leid tun, weil der ist ja bald eh wieder im EU-Parlament. Ah ja, stimmt. Ja. Genau. Eigentlich hat er nicht so viel Bock auf EU, aber er braucht halt mal wieder einen Job, weil laut seiner Frau ist es jetzt soweit, sonst muss er sich bald mit seinem Sohn Hendrik das Taschengeld teilen. Übrigens, Hashtag der Woche, Hauptsache Hashtag. Hendrik geht's gut. Ja, und so hieß es halt auch für den... So hieß es halt auch für den Yoshi Gudenus nach diesem Skandal. Gluck, gluck, wer ist da? Naja, ihn immer. Ja, ist so. Richtig gut. Oh, sorry. Ja, dann ist aber schon noch ein bisschen was passiert danach. Genau, ne? Da, eigentlich schon, ja. Ich würde mal sagen, weil es halt auch so viel war, schauen wir uns das gleich mal an. Naja, als Klassensprecher der Regierung hat der Sebastian Kurz sich einfach gedacht, er will nicht mehr befreundet sein mit dem Innenminister Herbert Kickl. Und so hat er eigentlich gesagt zum Bundespräsidenten, hey, entlass ihn doch einfach. Ja, tatsächlich war das allererste Mal in der österreichischen Geschichte, dass nur ein einziger Minister entlassen wurde. Aber als Supportgroup, so als irgendwie um ihm zu helfen, haben alle anderen FPÖ-Minister gesagt, wisst ihr was, wir schließen zusammen, verlassen die Regierung auch alle gemeinsam. Ganz im Sinne der eigenen Partei. Als Massendeportation. Boah. Der ist brutal, ja. So bin ich. Aber damit, Marco, war der innenpolitische Jahresputz noch nicht vorbei. Die SPÖ ist nämlich von ihrem Tiefschlaf erwacht und hat sich gedacht, hey, können wir eigentlich den Burschen mit den Dumbo-Ohren nicht auch gleich weghauen? Somit haben sie einfach dem Kanzler durch ein Misstrauensvotum die Kündigung präsentiert. Ja, aber jetzt mach mal unseren hier FPÖ-Wählern, die uns zugucken, nicht zu viel Angst, ja? Weil jetzt kommt ja die Wiederwahl. Und der Basti, der ist so richtig motiviert und richtig am Start hier für den Wahlkampf. Wahnsinn. Ja. Und zwar, weil seine Eltern gesagt haben, entweder er macht das oder seine Ausbildung fertig. Ja. Aber der Kurz hat erreicht auch schon was, gell? Muss man schon sagen. 2018 zum Beispiel hat er eigentlich als erster Bundeskanzler seit 44 Jahren ein Nulldefizit erreicht. 44? Ja, nämlich Ausgaben und Einnahmen stehen im Ausgleich. Das heißt, Nulldefizit. Ja. Aber 44, so alt ist nicht mehr er. Nein, eh. Aber die ÖVP wollte unbedingt eine schwarze Null schreiben, aber jetzt haben sie halt null Schwarze in der Regierung. Ich glaube, den Satz würde der Kickl sehr gerne hören. Ja, danke. Aus mehreren Gründen. Aber viele sagen eigentlich, die Politik von Basti sei nur für Großspender. Zum Beispiel für den BFF, der René Benko. Benko. Ja, dem hat er ja eigentlich durch seine Connections das Leinerhaus den Kauf möglich gemacht hast. Im Maria-Hilfer-Straße. Genau. In Wien, ja. Ja, Wahnsinn ist das. Ja, aber Tobi, das musst du so verstehen. Ja? Also so als Gleichnis, nehmen wir mal an, der Kurz, ja, der ist so wie der Captain America von Marvel. Ja? Dann ist Benko so sein Bucky, sein Winter Soldier. Der Kurz, der sieht einfach so viel Gutes in ihm. Der kümmert sich. Ja, genau, das Gute ist einfach ganz viel Geld. Ja. Aber eins muss man schon sagen, in Sachen Beziehungen ist der Basti Kurz eigentlich kein Experte, gell? Er hat in zwei Jahren zwei Koalitionen gesprengt. Also, lieber Basti, manchmal muss man auf den richtigen Partner warten und nicht mit irgendwelchen Bad Boys eine Koalition bilden. Ja, lieber Basti, ich meine, die FPÖ mit ihren 100 Einzelfällen, ich weiß nicht, sie sagen zwar immer, ach, das hat mir nichts bedeutet und es passiert auch ganz sicher nicht wieder, aber irgendwann musst du halt verstehen, genug ist genug. Aber zu den Einzelfällen. Schauen wir uns doch ein bisschen mal was an. Ja? Ja, Hand. Mal. Oh. Das waren ja dann doch einige. Da kommt so Pegel vor. Halleluja. Was jetzt passieren wird, ist eigentlich, also wir fischen was daraus von den Einzelfällen und erzählen euch halt ein bisschen was dazu von dem, was wir fischen. Dann würde ich sagen, fangst du einfach gleich an. Kann ich anfangen? Fang an. Greif rein. Gibt's eh so viele. Die Liederbuch-Affäre. Ah, ganz frisch. Als wäre es erst gestern passiert. Wie schön. Ja, was da passiert ist, ist eigentlich, so ein FPÖ-Hansi, so ein Spitzenkandidat, hat hier in seiner Burschenschaft... Der Udo Landbauer. Der Udo Landbauer, genau. Der hat so ein Liederbuch halt gehabt in seiner Burschenschaft. Und da waren ziemlich viele antisemitische Texte dabei. Für die von euch, die jetzt nicht wissen, wer das ist der Typ, der so ein bisschen aussieht wie der Bösewicht von Lazy Town.
Ah, ja fix, der Freddy Faulig, gell? Freddy Faulig, genau, Alter, das ist er. Guter Content, was für Ähnlichkeit. Ja, du, das kann ich einfach. Ja, dann greif ich mal eine, wenn du ja, da. Bedien dich bitte. Ist ja genug für alle da, oder, hast du gesagt? Ja, anscheinend. Okay. Oh, der Wilimski, der Harald. Nein, der Harry, ja. Der hat den Juncker bezeichnet als betrunken und lächerlich für die EU. Also, der hat eigentlich nur Issues-Probleme gehabt, gell? Der liebe Freund, ist halt schon ein bisschen in die Jahre gekommen, gell? Aber mei. Aber in Sachen Lächerlichkeit und Alkoholkonsum hat die FPÖ mit dem Ibiza-Video ordentlich nachgeholt. Ich finde es so schön, wie du das Wort sagst. Ich ja. Naja, was soll das ist, gell? Gut, ja. Ich mache jetzt auch nochmal. Greif eine. Ich greife eine. Rattengedicht. Klassiker. Den kennt, glaube ich, eh jeder hier. Hier Hand. Rattengedicht war, da war doch dieser Typ, dieser Ex, ja, was war da? Braunauer Vizebürgermeister. Vizebürgermeister in so einem Mini-Scheißdorf, das eh keiner kennt. Ja. Und der hat sich gedacht, ich mach mal einen auf Goethe, mach hier mal mehrere Gedichte und da vergleiche ich Immigranten gleich mit Ratten. Wobei für die FPÖ inzwischen, weil es ging schon ein bisschen bergab, für die ist die einzige Ratte, die es noch gibt, diese eine, die angeblich nicht eines Oligarchen ist, eines Russischen oder so. Ja, ja. Aber ja, ist eigentlich Schnee von gestern. Ist Vergangenheit. Schon. Hau den Deckel weg. Waren nur Einzelfälle, ja? Alles klar. Danke. Mach mal einen Blick in die Zukunft, oder würde ich sagen, weil dank Ibiza haben wir ja wieder im November oder eigentlich jetzt September sogar, ja, ja, heute wurden sie festgelegt, Wiederwahlen, also Nationalratswahlen, aber wie stehen eigentlich die Chancen von den einzelnen Parteien? Wen soll man wählen? Ja, du, ich darf eh nicht wählen, ich wüsste auch gar nicht, wen ich wählen kann, weil jetzt sich einfach so viel verändert hat. Na, gehen wir einfach die Parteien durch, oder? Wen haben wir als ja, wenn erstes? Du anfängst, weil... Liste Bilds oder, warte mal, Liste jetzt, oder? Die ändern ja ihren Namen. Dauernd, gell, Alter. Schau mal nach, bitte. Jetzt Liste Pilz heißen sie momentan. Wer weiß, was nächste Woche ist. Ja. Auf jeden Fall, die Partei, die hat es eh schon schwer. Mit dem Grabskandal rund um Peter Pilz ist es echt schwer geworden für die Partei. Und durch die Neuwahlen jetzt, finde ich, sind die geil bezahlten Jobs im Parlament eh nur schneller weg. Ja, das mit dem Grabschen ist zurzeit so ein Thema. Nicht wie beim Joe Biden in Amerika. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Ja, das ist momentan alle, gell? Ja, und wen gibt's da noch? Die ÖVP. Nehmen wir gleich die Großen, ja, die anscheinend ja eh wieder gewählt werden und so. Ja. Mit dem Anführer von denen, der St. Sebastian. Der Heilige. Da müsste ich jetzt ganz kurz um eure Aufmerksamkeit bitten. Muss ich das jetzt echt machen? Stell die nicht so an, mach's einfach. Alter. Jetzt mal wieder. Er ist gefallen durch das Misstrauensvotum, durch die Teufel der SPÖ. Doch sein ist Österreich und die Kraft und in Türkisigkeit. Basti. Applaus, wirklich mal. Ich sag's euch. So einen Scheiß mache ich nicht mehr. Nein, hey, ja, leck mich. Nee, nächstes Mal machst du das. Das war ja göttlich, Marco, ehrlich wahr. Aber gehen wir von den himmlischen Höhen herab in die niedersten Tiefen. Und ich rede jetzt nicht von deinem Lieblingssong mit Schwarzenegger und Cavalier. Der Song ist mega geil. So, na, I'll be back. Der ist nicht geil. Hammergeil. Das ist ein scheiß Song einfach. Hier ein Emmy gibt's auch, ich sag's dir noch. Spaß beiseite, es geht natürlich wieder um die SPÖ. Da muss sogar die Vorsitzende nur mal lachen bei dieser Partei. Unser Tipp für den nächsten Wahlkampf, einfach die Ohren vergrößern, die Parteifarbe ändern und dann mit dem Bierzelt ein bisschen was trinken mit den Leuten, dann läuft es auch wieder mit den Wählern. Unterstützen wir sie gleich, oder? Ja, zum Wohle. Prost ab. Ja. Mhm. Ah. Ganz Bierlein. So. Weißt du was? Ich gönn mir noch ein bisschen Bierlein. Mhm. Kommen wir dann doch direkt zur Meinl Reisinger. Beate Meinl Reisinger. Ich bei den Proben besser funktioniert. Ich krieg das nicht hin, ich bin schlecht mit Namen. Das ist die ihr Kinderzimmer schon pink-türkis gestrichen hat hier, weil so wegen der Zukunft. Ja. Also zumindest ist das die von den Neos, ne? Weil die könnten jetzt dann so die nächsten großen Gewinner sein in der Neuwahl. Mhm. Weil nämlich, also wenn wir uns den frisch gebackenen Altkanzler anschauen, der hat sich schon mit der SPÖ schon verkackt. Das war schon lange her. Stimmt, ja. Inzwischen schon auch mit der FPÖ. Das heißt für uns, so die neue Farbe für den Herbst in der Mode ist vielleicht pink-türkis. Zieht euch also gut an so. Ja? Ja. Wen haben wir noch? Aber ja, jetzt zum Comeback des Jahres eigentlich. Die Grünen sind wieder da. Marco, die Grünen sind wieder da. Ja. Applaus für die Grünen. Wahnsinn. Na,
Wirklich, mit ihrem tollen Ergebnis im Rücken, mit dem EU-Wahlergebnis, haben sie Werner Kogler und Sarah Wiener, glaube ich, ja. Wollen sie einfach wieder, auch im September, einfach die Konkurrenz auch wieder herpanieren. Klimaschutz steht hoch im Kurs, deswegen glaube ich... Ja, und nicht nur in Österreich, ja. Ne? Die haben ja überall. Na, Fridays for Future. Fridays for Future. Und die Grünen. Ja, ihr letztens erst so ein Video darüber. Ne? Aber jetzt gehen wir ganz auf die andere Seite vom politischen Spektrum. Ja. Was machen jetzt die Leute, die früher FPÖ gewählt haben und jetzt einfach nicht wissen, wohin mit denen? Ja, wen wählen die jetzt? Da gibt es tatsächlich eine ganz neue Partei. Und zwar auch mit ganz neuen politischen Gesichtern, die man bisher noch nicht gesehen hat. Okay. Juan Gudeños und Herberto Quiquinho heißen die, glaube ich. Von der FPÖLE. Aha. Haben wir da ein Bild dazu? Regie, bitte. Ah! Das sieht man schon sehr verdächtig aus. Das sind aber alte Hosen, kennen wir doch irgendwo her. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Und wen gibt's noch? Ich kenne mich nicht so aus. Was gibt's noch? Die Chancen der KPÖ. Ja, fix. Was? Ja. Wer sind die überhaupt? Was machen die? Die haben keinen Plan Österreich. Das steht ja schon im Namen. Ja. Alter, du mit deinen Wortwitzen. Ich kann's nicht leiden. Der Tobi liebt Wortwitze. Hey, und ich kann halt sie nicht mehr hören. Das ist unglaublich. Na. Ja. Aber... Bis dahin haben wir eine geile Übergangsregierung, also ja. Geil im Auge des Betrachters. Das Schöne daran ist halt einfach, dass wir die erste österreichische Bundeskanzlerin haben. Oha. In der Geschichte Österreichs, ja. Genau, ganz genau. Ja. Da trinken wir gleich einen auf die Bierlein. Auf die Bierlein, ja. Da ist schon so ein Insider. Ach, scheiße. Ja, wie gesagt, erste Bundeskanzlerin, saugeil. Mal wieder, oder was heißt mal hier, natürlich nicht gewählt, sondern von einem Mann eingestellt. Boah. Ja, okay, an der Grenze. Ich erlaube mir sowas. Ja, ja. Naja, also dann, also wir werden dann eigentlich... Ich glaube, wir sind da... So, stopp. Her gehört jetzt der Saftnasen. In eurem Scheiß-Video, was ihr da aufgehört habt, habe ich 50 Pressefuzis vom Studio stehen. Ihr zwei moderiert die Kindergartenshow jetzt ab, dann holt sich der Pressekonferenz und dann erklärt, was ihr da aufgehört habt. Aber zack, zack, zack. Okay. Ja, Lukas von der Regie, liebe ja. Leute. Ja, na, gut, dürfen wir okay. Nein. Na, gut. Wir gehen ja, jetzt gut. So, jetzt was auftuten. Auf mit euch auf Bühne. Dann könnt ihr mir erklären, was ihr für einen Scheiß jetzt wieder gemacht habt. Ja? So, her mit euch. Dann kann irgendwer einen Hocker herbringen für den Zwerg, sonst sieht man wieder keiner in der Kamera. Ja, bitte. Danke. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das Gerücht lag schon lange in der Luft, dass aus dem Ausland gesteuerte Aktionen zu vermuten waren. Tirol liegt eigentlich gar nicht im Ausland, aber okay. Ja. Man hat es in der Vergangenheit schon öfters versucht, uns zum Fallen zu bringen. Besonders mit Gerüchten über exzessiven Alkoholgerüchte, über falsche Gerüchte. Wir haben in den letzten Monaten viel an Diffamierungen und Boshaftigkeiten erleben müssen. Was aber hier im Video inszeniert wurde, hat völlig neue Dimensionen. Besonders übel war der Vorwand, unter dem die beiden eindeutig eingestellten Lockvögel sich an den Tobi rangemacht haben, dessen Freundin ihn erst kurz davor verlassen hatte, weshalb er also emotional, ja, verletzlich war. Ja, aber zu meiner Verteidigung, Sie haben gesagt, im Internet sind mehrere geile Milfs hinter mir her. Keine Spenden sind an die Partei oder unsere Show gegangen. Was aber tatsächlich noch möglich ist, also sollten Sie Interesse haben, einen Sponsorenvertrag haben, rufen Sie uns an. Und ja, es war eine besoffene Geschichte. Und wir waren auch in einer intimen Situation dazu verleitet, mit lockerer Zunge über alles und jenes zu polemisieren. Es scheint uns aber auch wichtig zu betonen, dass mit diesen geheimen Bildaufzeichnungen mehrere Vorschriften nicht beachtet wurden. Und ja, es war ein gezieltes Attentat. Ja, ein Terroranschlag. Verpasst. Und wir fragen uns ernsthaft, wer diese Leute sind und wozu sie noch fähig sind. Aber dessen ungeachtet stehe ich heute da und sage, ja, es war dumm, es war unverantwortlich. Aber es war schon lustig. Aber wir sind bereits ja, seit zwei Folgen Moderatoren von der Vienna Late Night Show
Und seitdem haben wir gemeinsam auf Augenhöhe, naja, zumindest bildlich, nachhaltige Arbeit geleistet. Wir möchten deshalb für dieses Semester unseren Rücktritt anbieten. Wir danken euch alle für die Treue und fürs Zuschauen. Aber wir kommen auf jeden Fall nächstes Semester wieder zurück und hoffen, euch dann als Publikum wieder begrüßen zu dürfen. Schaut her, ich weine schon. Habt Mitleid. Bitte, bitte, folgt uns auf YouTube, auf Facebook, auf Instagram und schaut unsere Sommer-Specials, denn die sind echt geil, die sind halt echt cool. Also, liebe Leute, wir sehen uns wieder im Herbst. Bussi und Papa. Danke fürs Zuschauen, danke fürs Kommen. Nicht vergessen, Hashtag, ne? Hauptsache Hendrik geht's gut. Hauptsache Hendrik geht's gut. Vielen lieben Dank fürs Kommen. Danke. Danke sehr. Danke fürs Kommen. Sehr geil, danke. Die Crew bitte nach vorne. Die Crew nach vorne, bitte. Die Crew. Nati. Die ganze Crew. Kämmer. Max, David. Alle nochmal. Jawohl. Alle nach vorne. Schnell. Jawohl. Super. Die beste Fernsehcrew, die man haben kann. Vielen lieben Dank. Ich nehme runter. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Semester. Tschüss.